gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fig. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Weasley natürlich auch durchaus ein bekannter Name. Und jetzt wird's ernst. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ja. Ich freue mich auf den... Beides eigentlich trifft auf mich zu. Ich freue mich sowohl auf den Unterricht als auch, dass wir den erkunden wollen. Schwierig. Ich Unterricht. Freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier. Ja, definitiv Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Nein. Gut, da ich mir den Namen mal vollgegeben habe, ist es eigentlich relativ simpel, was für ein Haus ich wähle. Nein. Denn ich werde... gute Frage, nächste Frage. Was werde ich nehmen? Natürlich Slytherin, ganz klar. Einen wachsenden Ehrgeiz, ein Streben nach Macht. Haus annehmen. Ich werde ein Slytherin. Du gehörst nach Slytherin.
Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Bitte was? Ja, es gibt in Hogwarts Legacy kein Quidditch. Nein, ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. 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 Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. So, und damit starten wir durch. Endlich auf Schloss Hogwarts. Wir haben unser Haus jetzt endlich gewählt. Wir sind als Slytherin geworden. Was natürlich, wie gesagt, sehr klar ist. Ich habe hier das Slytherin-Banner hängen. Ich habe auch das Lego-Wappen als Lego-Slytherin-Wappen. Das war von Anfang an klar. Und damit herzlich willkommen in Hogwarts. Finde deinen Gemeinschaftsraum. Na gut, machen wir das doch. So, der Weg ist natürlich vorgezeichnet. Unser Charakter machen. Ja, hier mit dem Slytherin-Wappen. Ist schon cool. Ich freue mich so. Ich bin so gehypt auf dieses Spiel. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Der neue Fünftklässler. Imelda, Ominis und Sebastian. Das ist gar nicht. Stellen wir uns erstmal ihm hier vor. Ich weiß nämlich nicht, wer das ist. Das ist Sebastian Zello. Okay. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Cello. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Ah, es war auf jeden Fall aufregend. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Was liest du überhaupt? Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Okay. Was meinst du denn? Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. So, Sebastian haben wir jetzt kennengelernt. Jetzt müssen wir uns Imelda und Ominis noch vorstellen. Na gut.
Emildor Reyes. Moinsen. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Zauberschach. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Na, wir haben es auch so geschafft. Wir haben es auch so geschafft. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Ha, nicht bei meiner Flugtechnik. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Scheint viel über Zauberschach zu wissen, ne? Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Vielleicht eine Gabe? Fliegst du viel? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Na dann, bis bald. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. So, und jetzt müssen wir uns noch Minus vorstellen. Der müsste... Ich habe gerade da vorne angezeigt. Nein, ist es aber nicht. Aber er steht hier hinten in der Ecke. Ich glaube, ich habe was gehört. Hm. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut. Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Er beängstigend. Ich wäre lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Dachtest du, dass du nach Slytherin kommst? Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Krass, darauf okay. Bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Klar, wenn die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Gut, klar, das kennt man ja aus den Harry Potter Geschichten, das wurde ja auch so erklärt, dass Salazar Slytherin nur wirklich reine Hexen und Zauberer halt auf der Schule haben wollte und nicht jetzt zum Beispiel gemischt, also Hexe und Muggel oder beziehungsweise nur Muggel, wie jetzt zum Beispiel bei Hermine. Ne, Hermine war Hexe, ja klar, aber die Eltern waren ja Muggel. Zum Beispiel hätte man sowas nicht aufgenommen. Und weil die anderen dagegen waren, hat er quasi dann Hogwarts verlassen. Aber wie gesagt, auch das lernt man dann halt. In den Harry Potter Büchern. Ich versuche zumindest das eine oder andere euch so wiederzugeben, zu erklären. Ja. Meint ihr, dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Entschuldigung. Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Okay, das hat mich gefreut. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Gut. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Dann machen wir das doch. Gehen wir mal zu Professor Weasley. Die Frage ist, wie viel allgemein kann man besuchen? Wie viele Orte, die man ja aus den Harry Potter Büchern kennt. Kann man die Kammer des Schreckens besuchen zum Beispiel? Ich möchte mich jetzt gerade tatsächlich erstmal hier umgucken. Das
einfach jetzt allgemein mal Dinge mitnehmen. Weil man weiß ja auch, kennt auch nicht aus den Büchern unbedingt die Orte hier zum Beispiel. Man kann sich zu selten umgucken. Deswegen werde ich mich mal gerade hier so ein bisschen... Ich merke gerade, dass ich ein bisschen müde werde. Es ist aber gleich auch 2 Uhr in der Nacht schon. Das wird auch die letzte Folge, wenn ich aufnehme. Obwohl ich eigentlich Bock hätte, weiterzumachen. Ich könnte das Ding bis 3, 4 Uhr morgens ziehen. Aber ich werde ehrlich, dass ich langsam müde werde. Deswegen werde ich mich gerade nur mal ganz kurz hier ein bisschen umschauen. Alles andere werden wir so ein bisschen in den nächsten Tagen machen. Auf jeden Fall. Ist schon geil. Ist schon geil, der Gemeinschaftsraum. Warte mal, wir haben noch den Globus noch gar nicht angeguckt hier, ne? Das Ding hier. Ah, super. Hat sich ja voll gelohnt. Wir können auch nicht alles sehen, ne? Das ist bestimmt auch nur mal kurz im Drehen. Natürlich. Wenn man hier. Irgendwelche Nüsse. Okay. Gut. Okay. Dann. Ja gut, ich hoffe mal, dass. Was war das jetzt? Ich hoffe ja, dass wir zum Beispiel für unsere guten Taten oder für schlechte Taten Punkte dazu bekommen, Punkte abzuziehen. Wegen Hauspokal und sowas. Wie weit das geht. Ich glaube, wir können nur das eine Jahr hier spielen. Aber wir kriegen schon genug mit. So wie ich gehört habe, kann man hier wirklich schon lange schicken. Und wir werden es einfach genießen, das Ding. Wir werden das nicht runterrattern, sondern wir werden das Teil einfach genießen. Dafür habe ich einfach so lange jetzt drauf gewartet. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Danke. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Na, dann machen wir das doch. Warte mal kurz, ich muss mal kurz gucken, was hier in dieser Truhe drin ist, ob da was... Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit... Haustruhe können wir noch gar nicht. Wo ist hier raus? Ja. Da ist die. Das heißt, man kommt hier nicht mehr rein. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Ich bin doch schon da. Warte mal kurz. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio? Revelio. Warte mal.
Hat was heute. Die Kelpie-Statue. Oder Kelpie. Kelpie. Die Statue stellt den Kelpie dar, in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, der von ihm berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Okay. Du hast eine Handbuch-Herausforderung eingeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von der Ausführung wird hier angezeigt. Wir können mal gucken, ob wir das Handbuch aufhören. Herausforderung 1%. Natürlich, klar. Raum der Wünsche, Handbuchseiten, Erkundung, Aufträge, Kampf. Okay. Klar, wir stehen natürlich voll am Anfang noch. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Klar, immer mal probieren, ne? Alumos, okay. Hier können wir unsere Dings machen. Warte mal, was haben wir überhaupt für Zaubersprüche, die man so freischalten könnte? Ist das hier? Arresto Momentum? Okay. Was sind die Grünen? Die Grünen machen was Wichtiges. Was ist hier? Verwandlung. Mhm. Expelliarmus, ist klar. Ich gucke jetzt gerade mal tatsächlich nach den unverzeihlichen Flüchen. Ist das hier Incendio? Ist das Feuer? Klar. Gibt es hier keine... Stupor? Klar. Crucio, hier. Avada Kedavra tötet Gegner sofort. Dann haben wir den Imperium-Fluch. Okay, zwingen die Gegner an der Seite zu kämpfen. Mhm. Ivanisco, also die drei unverzeihlichen Flüche sind hier unten, die drei. Ja, auch die werden wir natürlich irgendwann lernen und anwenden. Ich sag ja, ich bin ein böser Charakter. Ich bin nicht umsonst im Hause Slytherin. Ja, und es gibt übrigens eine Quest, die wir nicht machen können. Die, glaube ich, nur im Hause Ravenclaw geht. Und zwar ein Besuch in Azkaban. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. So, Karte öffnen. Wir sollen jetzt die Haupthalle öffnen, okay? Warte mal. Große Treppe, Haupthalle. Ist das die große Halle? Ja, ne? Warte mal. Große Halle. Okay, jetzt lösen Dings hier das Feld. Die Region. Ach, die große Treppe müssen wir wählen. Weil er hat gesagt Haupthalle, deswegen war ich bei großer Halle jetzt gerade. Ja. Okay. Bibliotheksanbau. Das hier. Professor Wiesner, will ich die Flugflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze er, um die Karte zu drehen und begib dich per. Ach nee, so warte mal, so muss es richtig. Gut, wir müssen jetzt zur Haupthalle. Dann machen wir das doch mal. Ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. So, wir sollen Professor Wies die folgen. Haupthalle aus, gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss.
Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und oh, Verteidigung gegen die Künste. Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was für Verteidigung gegen die dunklen Künste? Können Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Aura zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Okay. Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Ja, das werden wir mal schon. Und Zauberkunst. Das werde ich in Zauberkunst lernen. Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Dankeschön. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, natürlich. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Danke. Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Gut. In der nächsten Folge sprechen wir mit Professor Fick und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder und dann geht's weiter mit unserem Abenteuer hier in Schloss Hogwarts.